Was geht YouTube? Nein, wir sind wieder am Start für euch. Recht herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr in circa einer halben Stunde euch ganz einfach die Handcannon, die Bonuswaffe, erspielen könnt. Und das Schöne ist natürlich, dass die Voraussetzungen, die normalerweise gelten, um diese Waffe zu erspielen, sehr, sehr schwierig sind. Ja? Ihr müsst normal einen Profi-Run machen, neues Spiel ohne Bonuswaffen einmal durchspielen. Das kann schon für den einen oder anderen eine sehr große oder eine zu große Herausforderung darstellen. Und es gibt jetzt eine sehr einfache Variante, diese Waffe zu erspielen. Ihr seht gerade den neuen Mercenaries-Modus, den es jetzt in Resident Evil 4 im Remake gibt. Der wurde jetzt vor kurzem geupdatet. Und dort müsst ihr einfach nur in jedem Level den Rang S erreichen. Und das hört sich vielleicht schwieriger an, als es ist. Es ist, um ehrlich zu sein, ziemlich einfach. Und es gibt auch nur drei Level, das heißt, das Ganze ist auch easy in einer halben Stunde machbar. Ihr seht jetzt hier gerade meinen ersten Run mit Leon, der, um ehrlich zu sein, ziemlich beschissen war. 74.000 Punkte, am Ende gestorben. Ich meine, zum Warmmachen okay, aber Rang B ist natürlich hier in dem Fall noch nicht ausreichend. Ich habe dann nochmal einen zweiten Run mit Leon gestartet, der war deutlich besser. Da habe ich dann immerhin über 170.000 Punkte erreicht, aber hier ist mir dann die Zeit leider am Ende ausgegangen und dementsprechend hat das Ganze auch noch nicht für Rang S gereicht. Aber wenn man bedenkt, dass das erstmal ein zweiter Durchlauf war, ist das in Ordnung, ein bisschen zum Warmmachen so. Ich bin da auch absolut kein Profi, ich bin da eher ein Noob in dem Modus, würde ich sagen. Und das soll euch auch nur zeigen, wie einfach das für euch sein kann. Ich habe es dann nochmal mit Luis probiert, das war jetzt hier der erste Durchlauf mit Luis. Und mit dem bin ich auch deutlich besser klargekommen, hat mir ein bisschen mehr Fun gemacht, muss ich sagen. Er hat hier auch so verschiedene Nahkampfangriffe, wenn ihr quasi da so einen Gegner mit so einem Nahkampf finishen könnt, dann holt er hier einmal sein Rohr raus und knallt da einmal schön in die Menge rein. Ihr schaltet die Charaktere, glaube ich, frei, indem ihr einfach ein Level einmal, ja, durchgespielt habt, also im Sinne von Zeit abgelaufen, gestorben, ist eigentlich völlig egal, glaube ich zumindest, dann kriegt ihr den neuen Charakter. Ja, hier habe ich jetzt mit Luis dann die 200.000er Marke geknackt, Rang S, war wirklich nicht schwer und als nächstes gehen wir dann mit Krauser auf der Insel hier mal ein bisschen, ja, randalieren. Und mit Krauser macht es richtig Bock. Da empfehle ich euch einfach nur hier den Messerkampf zu wählen. Das heißt, ihr braucht eigentlich so gut wie keine Waffe. Könnt ihr einfach mit L1 und dann R2 müsste sein, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, hier einfach diese Messerattacken machen. Und ja, da könnt ihr wirklich in die Gegnermengen einfach hier reingehen, messern. Und dann ist es easy going, zum größten Teil jedenfalls. Ihr müsst nur auf diese Elite-Gegner aufpassen, der jetzt hier zum Beispiel auch kommt. Dieser Bullenkopf da, keine Ahnung, wie man den nennt, den Kollegen. Da müsst ihr vielleicht ja eine andere Taktik benutzen, wie jetzt in dem Fall einfach das Fass anschießen, dann einmal so einen Kick. Und dann ist das Genick auch schon durch. Da war leider noch ein zweiter. Und ja, auch den kann man natürlich easy wegholen, indem wir hier ein bisschen mit Stunnen arbeiten, indem wir hier den Gegner einmal da wegkicken. Dann nochmal ein bisschen mit der Maschinenpistole drauf. Und dann nochmal Nahkampfangriff. Und was natürlich auch nicht außer Acht zu lassen ist, sind die Spezialfähigkeiten, die ihr einsetzen könnt. Krauser mutiert dann quasi hier und dann könnt ihr einfach auch mal so eine große Gegnermenge auf einmal, ja, dezimieren. Und das Ganze basiert natürlich darauf, dass ihr möglichst viele Gegner tötet in, ja, kürzester Zeit. Die Zeit sollte nicht ablaufen, das heißt, ihr könnt im Idealfall alle Gegner töten, dann ist das Level erfolgreich beendet. Oder ihr macht halt so viele Punkte wie möglich, indem ihr halt viele Gegner tötet. Und ja, achtet wie gesagt auf die Elite-Gegner, sonst passiert sowas hier und ihr seid dann tot. Aber das Schöne ist, ich sag ja, es ist sehr einfach. Selbst wenn ihr sterbt, ihr habt genügend Punkte. Ich glaube, ihr braucht 200.000 für Rang S. Ja, habt ihr den ganzen hier, habt ihr den ganzen Kram geschafft. Und dann geht es auch schon weiter mit Hank hier in der Burg. Hank, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, den Kollegen. Und der hat mir mit Abstand am besten gefallen, weil da könnt ihr wirklich hier mit der MP5, mit der Maschinenpistole, einfach einmal hier komplett reinhalten in die Menge. Und da geht alles rucki zucki down. Das macht richtig Bock. Und ja, da müsst ihr immer nur darauf achten, dass ihr genügend Patronen am Start habt, die immer schön alles einsammeln. Und falls ihr dann doch mal so ein bisschen in die Bredouille geraten solltet, dann denkt natürlich auch daran, eure Granaten und eure Blendgranaten und so weiter und so fort zu benutzen. Und auch die Spezialfähigkeiten helfen euch sehr gut dabei, um beispielsweise wieder diese Elite-Gegner zu töten. Da wird auch gleich noch einer von diesen Garadoren oder wie die heißen, auftauchen. Und ja, da würde ich im Endeffekt die Spezialfähigkeiten immer für aufheben. Und dann könnt ihr ja einmal komplett reinhalten. Das ist halt wirklich crazy.
Und das war jetzt der Charakter, den ich euch da ans Herz legen würde, den ich am besten fand. Mit denen habe ich auch mit Abstand die meisten Punkte geholt, werdet ihr gleich sehen. Und ja, im Endeffekt, ihr seht, das ist wirklich easy going. Ihr geht hier eine halbe Stunde rein. Ja, 10 Minuten pro Level, wenn man da nicht allzu lange braucht. Ich habe vielleicht ein bisschen länger gebraucht, aber es ist durchaus möglich. Und dann könnt ihr wirklich ganz, ganz einfach hier die Handcannon erspielen. Und habt dann eine richtig starke, wenn nicht sogar die stärkste Waffe im Spiel. Und das deutlich einfacher als ursprünglich, wenn ihr da auf Profi im New Game ohne Bonuswaffen durchspielt. Und ja, hier nochmal das letzte Fass beseitigen. Und hier habe ich dann es auch mal geschafft, alle Gegner zu töten. Und eine relativ gute Punktzahl sogar, würde ich sagen. 800.000 plus, S-Plus-Rang sogar erreicht. Den braucht ihr nicht, der ganz normale S-Rang reicht. Und da seht ihr es auch schon, die Handcannon wurde im Shop so gesehen freigeschaltet. Und ja, das war es dann im Endeffekt quasi. Ne? Mehr braucht ihr nicht machen. Das heißt, einmal das Dorf, die Burg und die Insel auf Rang S erspielen. Ich habe das Ganze auch mit drei verschiedenen Charakteren gemacht. Mit Louis, mit Krauser und mit Hank. Seht mir bitte nach, ich weiß echt nicht, wie man den Kollegen ausspricht. Ich bin leider nicht so ein OG. Ja, nichtsdestotrotz, im Bonus-Shop ist dann hier die Handcannon freigeschaltet und ihr könnt die einfach mit euren AP kaufen. Ja, ich hoffe natürlich, wie immer, das Video konnte euch weiterhelfen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nineborn, Ende.